Chirps and lighting room. Chirps and lighting room. Chirps and lighting room. Chirps and lighting room. Freunde des Lighting Rooms, heute hier zu Gast bei mir Inessa von Trommelberg, die Schlagzeugerin meiner Band, und sie präsentiert uns heute das Varitech Gigabar Hex 3, ausgestattet mit 3x12 Watt 6-in-1 LEDs mit den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV. Genau. Ich habe hier noch ein verpacktes Exemplar. Let's open it. Fernbedienung, Bedienungsanleitungen, Kabel und das LED-Bar. Ja, macht einen sehr guten Eindruck. Schön leicht, gut verarbeitet. DMX in Out, Stromanschluss und Display mit 4 Buttons. Alle Funktionen lassen sich direkt am Gerät über das Menü einstellen. Wenn ich hier Infrarot aktiviere, kann ich auch über die Fernbedienung Farben verändern. So. Und ich kann natürlich auch am Gerät den Automodus oder Sound to Light programmieren. Verschiedene Festfarben einstellen oder das Ganze im DMX-Modus betreiben, so wie ich das hier gemacht habe. So, ich habe jetzt mal den Automodus aktiviert, lässt sich ganz einfach über den Mode-Button einstellen und so sieht er aus. Man kann natürlich auch ganz gut den Abstrahlwinkel erkennen. Zusätzlich kann ich den Automodus auch noch verändern und auch die Geschwindigkeit und so weiter. Und ich kann Fade-Programme einstellen und die lassen sich auch wieder in der Geschwindigkeit verändern. So, ganz langsamer Fade. Im manuellen Modus ist es mir sehr wichtig, dass sich die Farbe im Fade sehr langsam verändert. Fazit. Ja, das Gigabar Hex 3 von Varitech gibt es auch noch als Akkuversion, um eben mobil und schnell solche Projektionseffekte zum Beispiel an Wänden oder Säulen zu erhalten. Für mich war die kompakte Bauweise interessant, denn ich konnte durch die zwei Gewinde an der Seite das Bar einfach im Monitor befestigen. Und sehr schön finde ich auch die Farbmischung, gerade durch die 6-in-1 LEDs mit den einzelnen Farben. Ein richtiges Weiß, ein richtiges Amber für einen sauberen, warmen Ton. Und ja, also auch sehr, sehr lichtstark. Im Nebel gibt es dann so richtige Beams. Das macht Spaß und dafür habe ich das eigentlich auch gedacht. Und deswegen wollte ich das hier mal zeigen, weil klein nicht einfach ist, sondern weil klein auch manchmal sehr groß sein kann. Also, ich zeige jetzt noch ein paar Szenen aus dem Live-Einsatz von Inessa und dann würde ich sagen, viel Spaß, bis zum nächsten Video. Chirps and lighting room. Chirps and lighting room. Chirps and lighting room. Chirps and lighting room.